Okay, also kurz, ich bin der Hayati, mache SDR schon eine Weile, primär im Empfangsbereich. Und heute dachte ich, wird es mal Zeit für einen Vortrag, wo sich primär an Einsteiger orientiert und mal eine Einführung gibt, was ist das überhaupt und um was geht's denn da? Also vorneweg erstmal, bevor man zu SDR kommt, zum Software definiertem Radio. Erstmal, was ist denn überhaupt Radio? Also was die allermeisten kennen, ist ein Küchenradio. Von der Bauform so oder so ähnlich. Ein Autoradio hat garantiert auch schon jeder gesehen. Primär können die Sachen dann UKW, FM, dann Mittelwelle, Kurzwelle, ist dann schon etwas seltener. Aber ist beides in Amplitudenmodulation, also AM. DAB ist etwas neueren Datums. Schon etwas digitaler. Und nicht so ganz Radio, ist halt ein Radiostreamer im Internet. Hat dann mit Funkanwendung eher nichts zu tun. Ist halt Radio. Dann primär haben wir Rundfunk. Wenn man sagt Radio, dann versteht man darunter Rundfunk. Das heißt, ein Sender, viele Empfänger. Und primär in eine Richtung, die Informationsfluss. Zurück geht es dann halt in der Regel, wenn, dann über Telefon. Gerade Hotline-Anruf oder Gewinnspiel oder sonst irgendwas. Heißt, die allermeisten Radiogeräte sind halt wirklich nur Empfänger. GSM, Mobilfunk, ist dann schon wieder eine andere Nummer. Da haben wir dann einen Sender, einen Empfänger. In der Regel ist der direkte Sender oder die Gegenstelle dann erstmal der Mobilfunkmast. Und von da aus geht es dann weiter. Und da ist es natürlich so, der Mobilfunkmast, der kommuniziert mit einer ganzen Handvoll Mobilfunktelefonen. Etwas anders sieht es aus bei einem Handfunkgerät, was dann Amateure eher haben. Das ist dann auch hier abgebildet. So ein einfach, da gibt es, glaube ich, auch einige Leute, die das hier irgendwo bei sich rumtragen. Und bei so einem Gerät sieht es dann so aus, dass dann ein Sender kann von mehreren Empfängern gehört werden. Und die antworten dann wieder auf ähnlicher Frequenz, aber nicht unbedingt auf der gleichen, damit die sich quasi nicht gegenseitig blockieren. Gut. Wo wird das eingesetzt? Also primär sind es irgendwelche Behörden, Rettungsdienste. Dann etwas anders sind dann Funkamateure. Und jedermann ist dann so, jeder darf es verwenden. Und das sind dann eben so PMR, Private Mobile Radio. Also auch relativ ähnlich zu sowas. Handfunkgerät, das ist halt mehr aus dem Amateurfunk. Und PMR sind quasi etwas anders lizenzierte Geräte einfach. DMR 446 ist einfach von der Leistung her etwas begrenzter. Nee, Entschuldigung, DMR war auch professionell, nicht leistungsbeschränkt. Die haben halt eine Standardleistung. In der Regel sind es dann so um die 5 Watt, was die aussenden. Die LPD-Geräte, die sind auch für jedermann nutzbar. Die sind halt, wie der Name sagt, Low-Power-Device, haben halt keine besonders hohe Reichweite. Und ein Babyphone hat vielleicht auch mal der ein oder andere gesehen. Nutzt ja auch jeder, haben auch eine geringe Reichweite. Und da stören sich quasi die Nachbarn bestenfalls untereinander, aber nicht mehr. Und das Bild hier ist halt so ein Einsatzwagen mit Mobilfunkausstattung entsprechend, damit dann quasi die Einsatzkräfte untereinander recht gut kommunizieren können. Und die haben ja dann teilweise, je nachdem, wie sie vor Ort aufgestellt sind, auch einige Meter zu überbrücken. Aber die müssen nicht unbedingt mit der Zentrale im Krankenhaus oder sonst irgendwo durchgehend kommunizieren, sondern die sind halt einfach irgendwo vor Ort und kommunizieren mit den Kräften, gerade da, wo sie sind. Dann haben wir das erste Problem bei Handfunkgeräten in der Regel. Und wie man auch aus Filmen kennt, ne, die Soldaten, die im Einsatz irgendwo unter Feuer stehen und dann kriegen sie keine Verbindung und können keine Hilfe rufen und so. Also in der Regel passiert es bei höheren Frequenzen.
gerade im VHF-Bereich. Aus dem Tal kommen die halt nicht raus, ganz gefährlich, ne? Und einfache Lösung ist, man hat eine Relaisstation auf dem Berg oben, wo erreichbar ist für die Leute aus dem Tal und wo quasi dann auch aus dem Tal wieder herauskommt und mit anderen Stationen Verbindung erhält. Das heißt, was oft gemacht wird, gerade auch im Amateurfunk, man kommuniziert eigentlich nicht direkt mit den anderen, sondern oft über ein Relais, einfach um höhere Distanzen auch zu überbrücken. Das gleiche Thema wie die Soldaten im Tal, gerade auch in verwinkelten Städten, wo dann die Häusergassen doch irgendwie eng auf eng stehen, dann kommuniziert man auch in der Regel übers Relais. Anders sieht's aus bei CB-Funk. Da haben wir also Autos, LKWs. Also CB-Funk kann quasi auch jeder machen, der einmal sich das genehmigen lässt. Und da kommunizieren die Leute ja eher direkt untereinander, ohne Relais. Und entweder sie haben halt eine Verbindung oder sie haben keine. Klar. Anderer Bereich, wo man jetzt quasi weg von der Sprache kommen, wo Menschen direkt miteinander kommunizieren, sind Utility-Sender. Erstbestes Beispiel, wo vielleicht auch jeder kennt, Funkwecker oder Funkarmbanduhr, der sein Signal über DCF 77 aus Frankfurt oder Mainflingen bekommt und extrem niederfrequent auf 77,5 Kilohertz. Einfach ein bisschen Draht dran und effektiv wird's empfangen und die Uhrzeit synchronisiert. Wo wir auch Funksignale haben, ist dann zum Beispiel bei Flugzeugen, die dann über zum Beispiel HFDL bei Interkontinentalflügen ihre Position immer wieder preisgeben. Oder etwas mehr Nahverkehr ist dann ADS-B auf einer anderen Frequenz. Schiffe tun auch ihre Positionen preisgeben, heißt explizit eines der Verfahren APRS, Automatic Position Reporting System oder AIS. Also da gibt es natürlich genügend im Utility-Bereich, also für alles Mögliche gibt es dann irgendwelche Protokolle und Modems dafür, wo dann der Mensch nicht mehr direkt mit einem anderen Menschen spricht. Sehr weit gestreut sind dann auch ISM-Geräte. ISM steht für Industrial Scientific Medical. Das heißt, das sind ein Haufen Geräte für eine Handvoll Frequenzen freigegeben von der Bundesnetzagentur in dem Fall, dass man da eigentlich fast nahezu alles da betreiben kann, solange man sich an bestimmte Leistungsbereiche hält oder Duty Cycles, dass man die Frequenzen nicht durchgehend blockiert. Und man muss jedenfalls als Hersteller von solchen Geräten nicht nochmal explizit sich das lizenzieren lassen, sondern kann das quasi einfach in Umlauf bringen. Und ganz typisch sind dann entsprechend Wetterstationen, die dann eine Temperatur übertragen oder die Autoschlüssel gibt es auch sehr oft. Die sind auch auf ISM-Frequenz in der Regel auf 433 MHz oder auf 768 oder sowas. Steckdosenschalter, die man einfach über Fernbedienung schalten kann. Was es auch gibt, sind Alarmanlagen. Habe ich bisher noch nicht gesehen, in einem Kaufhaus. Und da dachte ich, zum Demonstrieren sind mir dann doch die 70, 80 Euro ein bisschen zu viel. Da habe ich mich dann auf die kleineren, günstigeren Geräte gerade beschränkt. Was gibt's noch? Spielzeugautos. Die sind unterschiedlich. Es gibt eigentlich manche auf 2,4 GHz, manche bei 40 MHz, wobei die auf 40 MHz etwas seltener sind. Also das heißt, man kann da durchaus die Geräte da unterscheiden und auf jeden Fall auch empfangen. Internet ist so eine Sache. Also Wireless LAN ist natürlich auch ein Radio, ganz klar. Powerline Communication ist nicht so ganz gewollt ein Radio, weil gerade die Hausverkabelung, also die elektrischen Leitungen, die sind halt perfekt gelegt und die fungieren als Antenne und stören dann in der Regel Kurzwellenempfang. Und da freuen sich dann in der Regel die Leute, die dann Radio empfangen wollen,
mal abgesehen von FM-Radio auf 100 MHz oder so, also irgendwo zwischen 80 und 110, der Bereich ist nicht so gestört, aber Kurzwelle, Mittelwelle, Langwelle, der ist dann durchaus gestört und das bereits, bevor man überhaupt Daten übermittelt. Ja, also einfach nur Gerät einschalten und man hat eine schöne Störstrahlung. Das Lustige ist bei den Geschichten, dass die Amateurfunkbänder, die sind ausgespart. Das heißt, explizit auf den Amateurfunkbändern wird gedämpft oder gefiltert. Aber die Standard-Radiobänder, wo man Rundfunk empfangen könnte auf Kurzwelle, die sind gut gestört. Da gibt es auch diverse Petitionen in dem Bereich, aber gut, anderes Thema. Gut, rechtliches, genau. Der Sendebetrieb ist natürlich sehr eingeschränkt und limitiert. Wo kommen wir denn dahin, wenn jeder mal senden würde und am besten auf der gleichen Frequenz oder auf allen Frequenzen? Ist völlig klar, die Geräte stören sich natürlich gegenseitig. Man muss da irgendwo limitieren. Es gibt, wie gesagt, einige frei lizenzierte Geräte, wo man quasi die Lizenz mit dem Gerät erwirbt und damit das Gerät auch verwenden darf. Und dann ist es bereits vom Hersteller abgefespert. Es gibt lizenzierte Objekte, also wie Flugzeuge oder Schiffe. Da ist dann in der Regel auch die Kennung des Senders entsprechend am Flugzeug angebracht. Und mit dieser Kennung oder Identifikation, wir haben einen Flieger da, der kann mich korrigieren, wird dann halt dann Kontakt zum Tower aufgenommen oder so. Etwas abweichend von der Regelung, dass in der Regel Objekte lizenziert werden, ist quasi, dass man auch Personen lizenzieren kann, die quasi gar nicht auf fertige Geräte gehen, sondern die ihre eigenen Geräte basteln dürfen. Und die nennen sich dann Funkamateure. Die dürfen dann eine Lizenzprüfung hinter sich bringen, damit sie dann auch wissen, wie funktioniert das technisch und vor allem auch, wie funktioniert das rechtlich, wann darf man unter welchen Bedingungen senden und mit wie viel Leistung und auf welche Frequenz und so weiter. Wenn man dagegen verstößt, dann wird man quasi Pirat genannt oder Piratensender. Gibt natürlich auch einige davon, also gerade Richtung Holland oder so soll es da so einige Piratensender geben. Gerade im Mittelwellebereich, obere Seite oder oberes Ende der Mittelwelle. Falls sie allerdings erwischt werden, dann kriegen sie A, die Geräte weg und dürfen dann auch noch eine kräftige, saftige Strafe zahlen. Also ist nicht normales Radioprogramm. Ist ganz lustig. Also die Frage war, was senden die da so? Das sehr Interessante ist, man kann da sich auch Empfangsbestätigungen geben lassen. Also ich habe das konkret auf dem DX-Camp gehabt, wurden Piratensender empfangen. Empfangen ist ja auch legal, damit mache ich auch nichts kaputt. Und da haben wir gehört und übers Internet wurde dann von einem Bekannten dann die Empfangsbestätigung angefordert. Also das heißt, man hat einen Piraten angeschrieben per E-Mail. Hallihallo, ich habe deine Sendung gehört, ganz toll, kannst du mir mal den Empfang bestätigen? Weil ich sitze hier in Süddeutschland irgendwo, ne? Und dein Sender ist ganz woanders und bitte einmal quittieren. Und es kam eine Bestätigung zurück. Gut, abgesehen von dem wissentlichen Abstrahlen und Stören, gibt es natürlich auch einfach defekte Geräte oder auch nicht defekte Geräte. Das ist auch sehr interessant. Die kann dann die Bundesnetzagentur im Zweifel einfach stilllegen. Und dann ist die Nutzung nicht mehr gestattet. Der Punkt ist, also defekte Geräte sind klar, dass die dann stillgelegt werden können oder dann quasi vom Eigentümer, Besitzer dann repariert werden müssen, bevor sie wieder in Betrieb gehen. Aber dann gibt es leider auch die nicht defekten, eigentlich Geräte, die in Ordnung sind, wo einfach die Standards und die Reglementierungen nicht so genau sind. Zum Beispiel einfach so Plasmafernseher und so weiter. Die dürfen quasi produziert werden, dürfen verkauft werden. Wenn aber dann irgendwie ein Nachbar um die Ecke kommt und sagt, Hilfe, du störst meinen Empfang, dann kann der die Bundesnetzagentur rufen. Die muss irgendwann mal kommen. Misst nach, wer stört, ist es wirklich der Nachbar oder welcher von denen.
guckt nach, welches Gerät es effektiv ist. Und dann kriegt halt irgendjemand die Auflage, das Gerät einfach nicht mehr einzuschalten. Ganz böse. Kann man natürlich auch Nachbarn damit ärgern, ne? Empfang, ja, das ist, ich habe vorhin gesagt, also Piratensenderempfang ist unproblematisch, ist klar. Der Empfang ist auf jeden Fall deutlich weniger eingeschränkt, aber es gibt eine Einschränkung, zum Beispiel dieses schräge Polizeiabhörverbot. Also in den Städten, in denen das noch funktioniert, also wo sie noch Analogtechnik verwenden, kann man das technisch machen. Man darf es aber spätestens, wenn man da aus Versehen reingehört hat, nicht weitersagen. Also das ist, es ist nicht so, dass man nicht darf, man darf es nicht auswerten, das heißt, man darf nicht länger draufbleiben, um es auszuwerten, aber also das heißt, spätestens wenn man erkennt, oh, ich habe hier zufällig die Polizei erwischt, dann sollte man vielleicht von der Frequenz wieder weggehen. Aber das, was man bis dahin gehört hat, das darf man nicht weitersagen. Also, naja gut, also mein Rechtsverständnis ist da ein bisschen irritiert auf jeden Fall. Aber es funktioniert, zumindest mal technisch gesehen. Macht euch selber schlau. Es gibt da so ein Abhörverbot-Paragraphen. Das schreibt jetzt in etwa auch das, was ich da mit schräg formuliert habe. Den überlasse ich am besten euch selbst, das lese ich nicht vor. Also wer sich in dem Bereich irgendwie engagieren will, also jetzt generell mit Rundfunkempfang oder generell Empfang, der sollte sich vielleicht da rechtlich kurz schlau machen. So viel zum Disclaimer und gut. Die Funklizenz, also dass man legitim senden darf. Es gibt hier in Deutschland den Deutschen Amateurradioclub. Der hat auch in Deutschland relativ viele Ortsverbände. Das heißt, in jeder größeren Stadt findet man dann ein kleines Grüppchen. In der Regel sind es dann doch ältere Herren, weil das Hobby halt doch etwas zurückgegangen ist mit den Jahren, weil es gibt ja Internet und man kann ja über Internet chatten. Aber bevor es das Internet gab oder in den Zeiten, wo es halt erst aufkam, war halt Amateurfunk so das Mittel, um relativ einfach mit fremden Menschen in fremden Ländern überhaupt mal Kontakt aufzunehmen und überhaupt mal sich auszutauschen. Diese Verbände, die bieten in der Regel, oder zumindest mal manche, auch Amateurfunkkurse an. Und wenn man da mitmacht und dann eben die Prüfung ablegt, dann darf man auch eben offiziell senden und sich auch seine eigenen Geräte, mit denen man sendet, basteln und machen. Gut, ich wollte eigentlich an der Stelle eine kleine Werbeeinblendung machen, das lasse ich bleiben. Ich habe den Vortrag schon einmal gehalten und der ging gute anderthalb Stunden, also deswegen, das spare ich mir einfach. Wenn jemand Fragen hat, kann er natürlich nachher kommen. Grundsätzlich, für jeden Empfänger brauche ich irgendwo eine Antenne oder Sender genauso. Was die Antennenlängen betrifft, also klar, ohne Antenne geht's nicht. Und die Antennenlänge, die ist in der Regel erstmal, wenn man einfach einen Dipol nimmt, im Verhältnis zur Wellenlänge, also in der Regel die halbe Wellenlänge. Die Wellenlänge lässt sich errechnen, einfach Lichtgeschwindigkeit durch die Frequenz. Und Lichtgeschwindigkeit eben 3 mal 10 hoch 8 oder 300.000 Kilometer pro Sekunde. Um das mal bildlich oder anschaulich zu haben, für eine Langwellenfrequenz von 200 kHz haben wir dann schon eine Antennenlänge von 1,5 Kilometern. Also das ist ferner liefen, also so eine große Antenne will natürlich niemand haben. Realistischer wird dann vielleicht sowas wie bei 30 MHz, 10 Meter Band. Da sind auch manchmal Taxis, also russische Taxis hörbar, trotz der großen Entfernung. Mit 10 Meter Antenne, das kann man sich, glaube ich, noch relativ gut in den Garten stellen. Und sowas wie 2,4 GHz als WLAN-Frequenzbereich, ein paar Zentimeter, das ist ja dann überhaupt kein Problem. Problematisch sind halt die niedrigeren Frequenzen, eben Langwelle, Kurzwelle, also 1,8 MHz, da hat man vielleicht auch noch ein Problem. 160 Meter Draht legt man auch nicht unbedingt irgendwo hin.
Aber je höher die Frequenz wird, desto kleiner und unproblematisch an der Stelle, was die Antennengröße betrifft erstmal. Von der Antennenform, da gibt es natürlich auch so diverses. Drahtantennen ist so das Einfachste, was man sich so denken kann. Langdraht, also wenn man nur empfangen will, Kurzwelle zum Beispiel, ist es mit so das Einfachste, was man machen kann. Einfach in den Garten ausrollen, nicht unbedingt den Boden entlang, aber so ein bisschen erhöht ist immer gut. Ne? Und dann kann man eigentlich damit schon ganz gut leben. Dipolantennen sind auch insbesondere für den Sendebetrieb. Es gibt natürlich Rundumempfangsantennen, Teleskopantennen, die man einfach so, was man kennt, so ausziehen kann. Ja, genau sowas hier. Es gibt natürlich da entsprechend unterschiedliche Längen und dann kann man das entsprechend einfach machen. Gerichtete Antennen, gerade wenn ich dann spezifisch auf einen Fernsehturm oder vom Fernsehturm empfangen will, das kennt man natürlich von Häuserdächern, die zeigen zumindest mal alle in die gleiche Richtung, wo halt einfach der Fernsehturm ist und das Signal abstrahlt. Das ist jetzt hier Castelfeder, Südtirol, Italien. Da haben wir dann eben schon mal so eine kleine Yagi-Antenne und dann auch mal so eine Schüssel. Das war eine nette Konferenz, sieht klasse aus, deswegen habe ich das Bild einfach reingenommen. Technisch hat es natürlich relativ wenig zu sagen, aber klasse Leute und klasse Region. Hier haben wir die Calmet. Da ist dann so eine Relaisstation für diverse Sachen, also hier oben auf dem Turm. Dann geht es hier entsprechend etwas andere Ansicht. Und das, was man hier sieht, also dieses Gewirr, das ist dann hier vergrößert. Planarantennen, also diese Antennengewirr oder einige davon bauen eine Richtfunkverbindung auf 5 GHz mit einer Entfernung von über 60, 70 Kilometern. Also da kann man schon was machen und das mit relativ günstiger Standardtechnik. Gut. Die Aussicht von da oben ist natürlich auch nicht schlecht, also das ist ein kleinerer Berg in der Umgebung, also echt klasse, in die eine Richtung und in die andere Richtung. Also generell, wie vorhin gesagt, also Relaisstationen sollten relativ weit oben stehen. Wenn man sich mal da hoch traut, wenn man Höhenangst hat zum Beispiel, ist die Aussicht trotzdem nicht schlecht, auch wenn man dann irgendwann schnell wieder runter will. So ein Fernsehturm, das ist jetzt der Hohe Rootskopf, nordöstlich von Frankfurt. Also so diese Antennenform, oder gut, Antennenform ist jetzt falsch, das ist ein fetter Antennenturm mit allen möglichen Antennen drauf, auch Mobilfunk und alles Mögliche. Also was da im Einzelnen drauf ist, kann ich gar nicht sagen. Gut, aber dieses Konstrukt oder diese Form, die kennt man durchaus in vielen anderen Städten auch. Das Interessante ist bei der Kurzwelle, oder das Faszinierende daran, also Kurzwelle ganz grob, das geht von 3 bis 30 MHz. Und man kann einmal über die Bodenwelle quasi direkt empfangen. Das ist aber uninteressant. Interessant ist eher, dass man quasi sowohl an der Ionosphäre, die auch nach Tageszeit und Sonnenaktivität sich unterschiedlich ausbildet, reflektiert wird und dann wieder am Boden und dann wieder in die Luft, dann wieder dort reflektiert und so weiter und so fort. Das heißt, man kann über Kurzwelle bei guten Bedingungen rund um die Welt funken, empfangen und das auch mit relativ wenig Leistung. Zumindest mal, wenn man nicht unbedingt Megabits durchkriegen will, sondern einfach nur eine Sprechverbindung oder besser sogar eine Digitalverbindung mit sehr wenig Bits pro Sekunde, dann geht natürlich umso mehr. Jedenfalls, man braucht keine Infrastruktur, man braucht keine Satelliten, man braucht eigentlich nahezu gar nichts, außer einem Sender, Empfänger. Und dann kann man eigentlich auch mitten in der Pampa, im Wald, sonst irgendwo querfeldein, rund um die Welt kommunizieren. Das hat natürlich auch einen militärischen Aspekt irgendwo, weil wenn man irgendwo im fremden Land auf Telefonnetz oder sonst irgendwas angewiesen ist, ist es vielleicht nicht unbedingt so tolle. Aber
grundsätzlich ist es natürlich auch für Privatmenschen sehr interessant, eben Kontakte rund um die Welt auf dem Wege aufzubauen. Und wenn man schon mal in dem Bereich Funk ist, dann hat man zumindest mal auch ein gemeinsames Gesprächsthema. Aber man muss natürlich nicht unbedingt bei diesem Thema bleiben. Klar. Gut. Interessant ist, dass es auch in dem Bereich ein besonderes Hobby gibt. Also nicht nur das Radio hören oder senden, sondern DXing. Also DX steht für Distance Unknown, also X für unbekannt. Und das Hobby ist da einfach zu versuchen, eine Radiostation auf der anderen Seite der Welt oder Erde zu empfangen und das mit relativ einfachen Mitteln. Es gibt spezielle Hörerclubs, wo ich mit kenne, ist zum Beispiel der Rhein-Main-Radio-Club oder ein Radio Taiwan International Hörerclub, ein UKW-TV-Arbeitskreis. Da ist dann auch ganz besonders interessant, also wenn dann mal irgendwo ein Radiosender, also ein UKW-Sender zum Beispiel, ausfällt, dann ist das für die was Schönes, weil dann kann man ja auf der Frequenz einen Sender, der weiter weg liegt, der aber normalerweise nicht hörbar ist, weil der andere ja da ist, auf einmal wieder hören. Und da besteht natürlich auch ein Sport darin, diese weiter entfernten Sender, die man sonst nicht hören kann, auf einmal zu hören, zu identifizieren, zu melden, zu sammeln. Also so wie Briefmarken sammeln, würde ich mal sagen, grundsätzlich. Von der Technik her ist es so, dass man schaut, dass man primär, also gerade für größere Entfernungen, über Reflexion arbeitet. Und für Reflexion gibt es natürlich ihre Möglichkeiten. Also eine ihre Sache, die ich so mitgekriegt habe, ist Kommunikation über den Mond. Also wir hatten es vorhin schon beim Weltraumkommunikationsvortrag. Also Erde, Mond, Erde ist, man pustet halt einen Haufen Energie Richtung Mond von der einen Seite der Erdhalbkugel. Dann wird ein bisschen was davon reflektiert. Und auf der anderen Seite der Erdhalbkugel, oder muss ja nicht ganz so weit weg sein, kommt dann noch davon was an. Und dann kann man auf dem Wege Verbindungen herstellen, die auf normalem, direktem Wege in der Regel nicht möglich wären. Bei Radioastronomie gibt es dann auch Möglichkeiten, dass man über Meteoritenschauer, die, soweit ich jetzt letztens gelernt habe, nicht im Weltall sind, sondern der Schauer, der in die Erdatmosphäre gelangt, der ionisiert quasi einen der Luftschichten. Und diese ionisierten Luftschichten lassen dann quasi wieder Reflexion zu und darüber die Kommunikation. Und das ganz besonders Verrückte, also das wird, ist immer ganz komisch. Also manche Leute kommen auf esoterische Gedanken, aber es ist faszinierend. Also man kann an Fliegern, die in der Luft sind, Signale reflektieren und das Ganze vorausberechnen. Also da hatte ich dann eben auch mal einen netten Vortrag gehört vom Günter Lorenz in Italien. Man kann sich das vorstellen, irgendwo gibt es eine Radiostation auf der Erde, dann fliegt da im richtigen Moment ein Flieger vorbei und da, wo man dann selber sitzt, kann man dann auf einmal die Radiostation empfangen. Und das Lustige ist, man weiß ja eigentlich auch ziemlich genau, wann welche Flieger wo vorbeifliegen, da es entsprechende Projekte gibt. Ich habe ja vorhin gesagt, Flugzeuge senden ja ihr Positionssignal aus. Es gibt eine größere Fangemeinde, die ADS-B-Signale von den Fliegern empfängt, die dann wiederum ins Internet stellt. Dort werden die dann auf eine Karte dargestellt. Dann gibt es wiederum Programme, die dann quasi aus diesem Kartenmaterial und den Flugzeugpositionen vorausberechnen könnten, wann das denn in eine Bahn oder Region gelangt, sodass dann ein entfernter liegender Sender hörbar werden würde. Hat das jeder verstanden? Ich glaube, das verschieben wir auch später. Okay. Gut. Also es ist total krank, verrückt, aber es funktioniert. Also für einen Bruchteil, also einige wenige Sekunden lang kann man auf einmal die Radiostation hören. Und wenn der Flieger dann vorbeigeflogen ist, dann ist er halt wieder weg. Und wenn der Flieger halt nicht unbedingt quer durchfliegt, sondern halt so ein bisschen längs, dann hört man den halt länger. Also interessant.
Ja, das da muss man dann schnell sein, denke ich mal. Je nach Winkel und Dings und Geometrie, dann muss man vielleicht sogar das Vielfache von der Flugzeuggeschwindigkeit drauf haben. Ja, geht. Also der Bekannte, oder da wurde dann in dem Bereich auch einiges an Hilfsprogrammen erstellt, um eben da Vorhersagen zu treffen und wann kann man denn jetzt wie welchen Sender hören. Gut, hier mal einfach ein Bild von einer DX-Camp. Das heißt, das sind dann diverse Leute, die dann auch entsprechendes Material an Empfängern auf dem Tisch haben. Der hier, Fernando Duarte, ist etwas bekannter, hat eine schöne Webseite und hat auch einen Haufen Geräte. Also bei uns hier draußen sieht man ja, da türmen sich Computer und zumindest mal die Jahre vorher waren das dann irgendwelche 3D-Drucker und so weiter. Und bei DX-Camps sind es halt Radioempfänger. Anders als bei uns, irgendwelche Switche und so, ne, gibt es dann halt Antennenverteiler, weil draußen stehen dann halt so drei, vier Antennen rum. Und jeder, der auf dem Camp ist, der möchte halt empfangen und auch vergleichen können, wie gut jetzt welche Antenne und so, ne? Und wie gesagt, das ist dann halt so ein Antennenverteiler, damit jeder was mitkriegt. Antennen, genau, haben wir vorhin gesagt. Also große Antennen brauchen Platz. Gerade auf Langwelle und Kurzwelle kann man überspulen und Wicklungen und so. Also elektronisch bin ich jetzt nicht so bewandert, aber man kann das irgendwie klein kriegen und gerade am Beispiel DCF-Signal zum Beispiel weiß man ja, es funktioniert wohl irgendwie. Also man braucht nicht unbedingt 2,2 Kilometer oder 1,5 Kilometer Kabel irgendwo ausrollen, damit das als Antenne fungiert. Da gibt es so Mittelchen. Besonders interessant sind Loop-Antennen oder Magnet-Loop-Antennen. Die empfangen primär über das Magnetfeld. Und das elektrische Feld, was normalerweise die anderen Drahtantennen empfangen, das ist eben gerade im städtischen Bereich oder sonst irgendwo, wenn Elektroschrott in der Gegend ist, halt stärker gestört. Und deswegen ist das Magnetfeld, also 100% geht es natürlich auch nicht, das ist irgendwie so anteilig. Aber wenn man da ein bisschen Störung ausblenden kann, ist halt hilfreich. Das Gute an den Magnetloop-Antennen ist halt auch, die haben auch entsprechend viele Wicklungen und man muss nicht so viel Draht ausrollen. Und da gibt es auch Beispiele, gerade wer früher mal so einen Fernsehempfänger im Wohnzimmer hatte, den man einfach nur auf den Fernseher gestellt hat, das sind dann, glaube ich, in der Regel solche Magnetloop-Antennen, also relativ klein. In der Regel, je größer, desto besser natürlich, aber ist halt einfach irgendwo ein Kompromiss, wie viel Platz man überhaupt hat. Gut, wo man die Antenne aufstellen sollte, das ist sehr wichtig. Das erste ist natürlich möglichst weit weg vom häuslichen Störnebel, weil in der Regel hat man halt daheim doch einiges an elektrischen Geräten und die verursachen halt einfach zumindest mal Rauschen. Bei VHF gilt natürlich generell, also VHF ist eben nicht so reflektiert wie Kurzwelle, wo es dann an der Ionosphäre hin und her geht. Da haben wir ja auch das Problem mit dem Tal. Je höher wir mit der Antenne am Horizont sind, desto besser, weil grundsätzlich kann man sagen, es ist so sichtorientiert. Also man kommt ja nicht aus dem Tal dann quasi irgendwo anders hin. Deswegen je höher, desto besser. Auch bei Kurzwelle, wo wir jetzt nicht unbedingt den Horizont brauchen, sollte man zumindest mal noch etwas vom Boden weggehen, weil da die empfangene Welle, die würde ja auch am Boden reflektieren und dann bekommt man sowohl die Reflexion als auch das Original. Und so zumindest treibe ich mir das zusammen. Also ein paar Meter in der Höhe ist immer ganz gut. Okay. Hier haben wir von dem DX-Camp vorhin oder von einem der anderen, weiß nicht, auch eine lustige Antennenform, also Magnetloop. Relativ kompakt, man sieht es ja auch an der Größe vom Auto. Man kann es einfach noch in den Garten stellen. Andere Bauformen gibt es hier auch. Das ist hier so Rautenform, zweimal so ein bisschen abgespannt, damit das Ding halt nicht bei jedem Windstoß dann umknickt oder so, ne?
Auf dem DX-Camp gibt es natürlich auch immer wieder interessante, nostalgische Oldtimer sozusagen. Oder ja auch ein Berg von Empfängern. Bisschen älter und bisschen neuer. Oben, unten und so weiter. Hier auch nochmal. Gut, die ersten und zweite Geräte hier unten, das sind keine Empfänger, sondern eher so Antennenumschalter. Und oben drüber haben wir jetzt quasi etwas modernere SDR-Empfänger. Das ist relativ neu und das ist so der Urvater der digitalen oder der Referenzempfänger, sage ich mal, für mich, was Direktabtastung betrifft. Weil der hat es erstmal relativ günstig für den Hobbybereich zumindest mal erschwinglich gemacht. Also grundsätzlich, gerade bei Kurzwelle, da setzen sich die SDR-Empfänger immer mehr durch. Vorhin gerade gezeigt auf dem Bild, Micro Telecom Perseus, also das gelbe Ding hier, kostet auch heute noch um die 800 Euro, ist wie gesagt der Referenzempfänger mit Direktabtastung und wer schon mal mit FPGA programmiert hat, also da steckt im Kern so einer drin, natürlich noch mit ein bisschen mehr an Elektronik. RF Space Cloud IQ, das war dann auch das Gerät hier. Ist etwas neueren Datums, aber auch ähnlich teuer. Ein bisschen günstiger wird es dann mit dem ELAT-Gerät. Oder, also der erste ist nur Empfang. Das zweite auch. Gut, die unterscheiden sich natürlich entsprechend. Und es wird auch immer teurer. WinRadio ist dann schon bei 1800 Euro. Also nicht mehr so ganz erschwinglich für Privat und Hobby. Aber wer kann, der will. Und es geht natürlich. Grundsätzlich, Empfänger ist ja nicht gleich Empfänger. Die unterscheiden sich doch recht in den Eigenschaften. Eine der wichtigeren Eigenschaften ist die Dynamik. Die hängt primär am AD-Wandler und dessen Genauigkeit. Also es gibt den speziellen Begriff der effektiven Bittiefe, Effective Number of Bits, wie viel dann der Empfänger rausgibt, beziehungsweise der AD-Wandler rausgibt. Und da gibt es dann auch Kommazahlen in Bits. Also ich habe mitgekriegt, dass diverse Leute mit Komma-Bits Probleme haben. Also wenn ich sage, der Empfänger bietet 10,4 Bit am Ausgang, dann ja, die Erklärung ist nicht so einfach, aber hängt damit zusammen. Wichtig ist an der Dynamik natürlich vor allem, man will es schaffen, oder um das Ziel zu beschreiben, die Stecknadel, die auf den Boden fällt und das Geräusch abgibt, die will man noch hören, obwohl da gerade ein Düsenjet im Tiefflug vorbeifliegt. Also es gibt entsprechende AD-Wandler, die bieten solche Leistung sozusagen. Gut, die Stecknadel ist Akustik, ist nicht elektromagnetische Welle, aber um mal so einen Eindruck zu bekommen, das geht. Ein zweites wichtiges Qualitätskriterium ist die Vorselektion. Der Punkt ist, je mehr Bandbreite ein Empfänger reinbekommt, desto mehr Leistung, also Spannung, muss der Empfänger verdauen. Und irgendwo ist halt natürlich Schluss. Das heißt, wenn der Empfänger zu viel Spannung reinkriegt, dann macht er halt irgendwann eine Grätsche. Also der Punkt ist, der AD-Wandler kann übersteuert werden. Und das eigentlich auch schon grundsätzlich natürlich, also die Spannung, die reinkommt, ist ja erstmal unabhängig davon, auf welcher Frequenz die reinkommt. Weil in der Regel empfange ich ja auch immer ein Frequenzgemisch. Das heißt, alle möglichen Frequenzen und es kommt rein. In der Regel hat man aber nicht unbedingt Interesse daran, alles Mögliche auf einmal zu hören, sondern nur ein oder zwei oder drei Sachen auf einmal. Weil zumindest mal ein gewisses Band zu beobachten oder zu sehen. Im Spektrum. Das heißt, die Vorselektion, die schafft es mir, die Leistung, die in den Nachbarfrequenzen, also die mich nicht interessieren, wegzunehmen, noch bevor sie den AD-Wandler erreichen. Das heißt, hier sind wir definitiv im elektronischen Bereich, im analogen Bereich, noch vor der Digitalisierung. Das heißt, auch ein SDR schafft es nicht, komplett ohne Analogteil auszukommen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Analogteil, der zumindest mal das Spannungs- und Frequenzgemisch reduziert. Gut.
Ein anderes Qualitätskriterium, sehr verwandt, ist Bandpass oder Filter. Traditionelle Empfänger, also nicht digitale sozusagen, rein analoge, die müssen das Nutzsignal komplett analog vorfiltern. SDRs überlassen genau diese Sache in aller Regel der Software. Das erlaubt dann auch deutlich steilflankigere Filter. Die sind vielleicht rechenintensiv, aber wir wissen ja, Rechner werden schneller und sind auch schnell genug heutzutage für viele Bandbreiten. Und dann lässt man das die Software machen. Also auch hier das gleiche Thema. Vorhin hatten wir es quasi vor dem AD-Wandler mit der Vorselektion. Und hier haben wir es quasi hinterher im Digitalbereich. Wir wollen nach wie vor den Düsenjet auf einer Frequenz, die uns nicht interessiert, rausschmeißen, damit wir quasi den Sender, den wir hören wollen, auch reinkriegen. Das mit den steilflankigen Filtern, das kann man sich so vorstellen. Also ein Filter ist grundsätzlich so eine Art Sieb für Frequenzen. Also ich will nur noch die gewünschte oder die gewünschten Frequenzen von dem Nutzsignal empfangen. Und das Bild hier, also grundsätzlich, wenn mein Nutzsignal so dieses grüne Ding hier sein soll, ne, dann will ich in dem Bereich, wo das Nutzsignal ist, also hier senkrecht hoch, möglichst flach haben. Das heißt, das Filter soll keine Auswirkung haben. Und erst daneben soll es quasi am besten steil runtergehen. Da dieses steil runtergehen mit unendlich viel Rechenleistung verbunden ist, geht das nicht. Also man muss irgendwo immer einen Kompromiss machen. Aber wenn man hier jetzt nur noch einige wenige Prozent von dem Bandbreite des Nutzsignals zusätzlich dazu nimmt, dann ist es schon relativ steil. Wenn man natürlich irgendwo so einen Analogempfänger oder ein sehr digital schwach rechnendes oder wenig rechnendes Filter hat, dann sieht es halt eher so aus, dass der halt hier zu den Seiten sehr, sehr langsam abfällt. Das heißt dann effektiv, wenn ich jetzt hier ein Störsignal habe, und jetzt kann man sehen, das Störsignal muss ja nicht unbedingt schwächer sein als mein Nutzsignal, ne? Es kann deutlich stärker sein. Und obwohl es stärker ist, möchte ich hier eine möglichst gute Dämpfung haben von dem Ding. Das heißt, ich möchte das Störsignal so schwach wie möglich bekommen. Am besten so, dass es mich nicht mehr interessiert, dass es auf jeden Fall schwächer wird als mein Nutzsignal. Grundsätzlich habe ich immer ein bisschen Rauschflur. Also nach rechts haben wir hier die Frequenz und in Y-Richtung nach oben haben wir die Amplitude oder den Pegel in dB. Gut, so mal so grundsätzlich von der Vorstellung. Also Nachbarsender, Störsender raus. Und nur noch das Eigentliche, was man empfangen will, bleiben. Gut, ein anderes Kriterium ist die Frequenzstabilität. Das bedeutet, wenn es stabil sein soll, und das heißt, der Quarz muss eigentlich irgendwann mal auch auf seine Temperatur kommen und danach eiert er nicht mehr so durch die Gegend. Das ist das Erste. Und die Frequenzstabilität oder Frequenzfehler vor allem, der hängt auch insbesondere an der Frequenz. Das ist jetzt so doppelt. Also als Beispiel, in der Regel gibt man bei Empfängern den Frequenzfehler in ppm an, also Parts per Million. Das heißt, die Angabe ist, wie viele Hertzfehler habe ich oder bis zu wie viel Hertzfehler habe ich bei 1 Megahertz. Da sich das jetzt multipliziert, kann man sich überlegen, ja, also wenn ich nur ein Herzfehler habe bei 1 MHz, dann habe ich schon 145 Herzfehler bei 145 MHz oder ein ganzes Kilohertz bei 1 GHz. Ihr könnt euch das zahlenmäßig so vorstellen, also Sprache, Telefonqualität sind nur 3 Kilohertz. Also das, was über die Plain Old Telephony System übertragen wird, 3, Ungrad wird übertragen. Oder digital dann auch, gerade auch bei Mobilfunktelefon und so weiter, komprimiert und so weiter. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Gigahertz schon ein Kilohertz daneben liege, dann habe ich schon deutliche Verfälschung und Verzerrung des Signals. Das geht natürlich nicht, weil ich möchte natürlich den Sender möglichst klar hören können und nicht irgendwie Mickey-Maus-Stimmeffekte hören oder andere. Das heißt, man muss eigentlich dann den Quarz gegen irgendeine Referenz kalibrieren, um so einen Fehler dann auszunehmen.
In der Regel lässt sich das soweit machen, wenn man irgendwo die Frequenz von einem Sender gut kennt, der auf einer höheren Frequenz liegt und wo man weiß, der Sender ist stabil. Da kann man den ausmessen, wo man den am saubersten hört, auf welcher Frequenz. Also gibt es da auch Automatismen dafür. Und entsprechend weiß man dann, okay, ich muss Faktor 1,0003 dazugeben, um dann den Fehler auszugleichen und dann ist gut. Die Tischempfänger, also die herkömmlichen sozusagen, die bieten das quasi direkt als Einstellung an. Und bei SDRs ist entsprechend ein Software-Kalibrierungsmodus. Von vornherein etwas besser sind einfach TCXO, also temperaturkompensierte Oszillatoren. Klar, je mehr Energie und Geld man reinsteckt, desto besser wird natürlich der Oszillator und auch desto genauer. Wenn man nur ein günstiges Teil hat, also jetzt hier so ein ganz billiger RTL-Dongel für 10 bis 20 Euro, der bietet das nicht unbedingt. Und der eiert dann halt auch deutlich. Also ich hatte da mal eine Daueraufzeichnung laufen vom lokalen Relais und der ist da ohne weiteres plus minus 500 Hertz durchgewandert und das hat man auch gut gehört. Das war nicht unbedingt perfekt. Und das schon bei 145 Megahertz, ja, also kann man sich denken. Okay, und geht's auch günstiger? Ja, also günstige Empfänger, vorhin wurden ja teure Empfänger vorgestellt. Also da sind wir jetzt genau bei dem Gerät gerade. Der RTL-Stick, Dongle, hat einen RTL-2832-Chip, der vielleicht schon bekannter ist. Das ist primär der AD-Wandler. Früher wurde der in Kombination mit dem E4000-Tuner kombiniert. Heutzutage hat man den R820T oder T2-Tuner. Also der Tuner tut quasi die RF-Frequenz, also die höhere Frequenz, runtermischen schon mal, sodass dann der AD-Wandler dann verarbeiten kann. Teilweise gibt es diese Geräte auch schon als mit einem TCXO-Oszillator, also frequenzstabiler. Grundsätzlich der Empfangsbereich ist von 24 MHz abwärts bis 1766 oder 1800, je nach Modell, die weichen da auch ein bisschen ab. Das heißt, grundsätzlich kann ich eigentlich richtig Kurzwelle, wo sich primär so 3 bis 30 MHz abspielt oder sagen wir 3 bis 25 oder so, kann ich damit jetzt nicht wirklich empfangen. Dafür gibt es dann auch so günstige Abkonverter, um dann die Kurzwelle hochzumischen, aber es ist ein bisschen, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also es ist günstig, man kann damit einsteigen. Also wie gesagt, der RTL-Dongle an sich 10 bis 20 Euro. Er bietet allerdings nur 8-Bit-Dynamik über den USB-Bus. Intern hat er zwar ein paar Bit mehr, aber nicht viel. Jedenfalls überträgt er aber nur 8-Bit davon. Gut, also das für Einsteiger ist es durchaus das ideale Gerät, um mal anzufühlen, was man denn da machen kann oder ob einem das überhaupt mal gefällt. Es gibt natürlich entsprechend andere Modelle, klar. Andere Spur ist hier der AirSpy. Der hier ist, glaube ich, im Moment noch vorangekündigt, um die $100. Also gegenüber den 8-Bit sind wir jetzt hier bei 10,4-Bit. Es ist der gleiche Tuner, grundsätzlich der gleiche Frequenzbereich. Das heißt, der Unterschied sind eigentlich nur diese von 8 auf 10,4-Bit, also 2,4-Bit plus. Ausführungen intern und so weiter, anderes Thema, aber es ist ein interessantes Gerät und auch relativ klein, kompakt und interessant. Anderes Gerät, auch noch, ja, günstig, gut. Also auch hier haben wir einen 12-Bit AD-Wandler, effektiv nur die 10,4-Bit. Interessanter ist bei diesem Gerät, der Frequenzbereich ist größer. Ich kann schon ab Langwelle empfangen, also 0,1 MHz, also 100 kHz oder drunter. Also diese Grenzen sind natürlich immer relativ weich, gerade nach unten. Das versperrt sich nicht unbedingt, aber die Qualität des Empfangs wird halt schlechter irgendwo an Grenzen. Dieses Gerät kann quasi alles von Kurzwelle bis 2 GHz hoch. 2 GHz heißt in dem Fall allerdings auch 2,4 GHz WLAN ist da nicht mehr drin.
war aber bei dem Gerät vorher ja auch nicht drin. Dieses hier kann bis zu 8 MHz Bandbreite anzeigen, also es ist ein reiner Empfänger, so wie bei den anderen zwei, dreien. Den kriegt man für etwa 170 Euro beim Dark Verlag. Für Hacker etwas interessanter vielleicht oder nicht. Gut, also jedenfalls, es ist ein bisschen teurer. Es ist ein Transceiver. Also wer nicht auf diesen Camps war vorher, auf dem CCC, wo dieses Radio-Badge verteilt wurde. Also Radio-Badge versucht quasi, dieses Gerät etwas nachzumachen in günstig. Hier haben wir einen Sender und einen Empfänger drin, also AD-Wandler und DAC-Wandler. Der geht bis 6 GHz hoch, also das ist natürlich besonders interessant. Das heißt, wir decken da auch WLAN ab. Und mit 20 MHz Bandbreite kann der auch noch mehr Daten in den PC reinschleusen, also noch mehr Spektrum. Der Preis ist halt ein bisschen teurer mit 350 Euro. Jedenfalls die 20 MHz reichen gerade so für einen GSM-Kanal. Eigentlich braucht man noch ein bisschen mehr, aber es geht. Jedenfalls Vorselektion oder ähnliches ist hier nicht drauf, also so gar nicht. Also dieser Analogteil, der fehlt. Man kann das natürlich so ein bisschen umgehen, indem man halt nur eine passende Antenne hat. Aber der Clou bei dem Gerät ist ja auch eher, dass man nicht unbedingt über die Luft großartig empfangen will, also große Entfernungen unbedingt, sondern gucken will, was senden denn eigentlich die einen oder anderen Geräte aus und was bieten die für Möglichkeiten, kann man da was rumspielen und rumtricksen und so weiter. Gut, dann hier noch mehr Bandbreite, also das Etus USRP ist so das Referenzgerät für GNU Radio. Dieses hier, also das günstigste Modell, Barebone-Gehäuse ist angekündigt, habe ich gehört. Bietet schon mal USB 3, damit man auch die höhere Bandbreite durchkriegt. 12-Bit, AD und DA, also digital-analog und analog-digital-Wandler. Bis 56 MHz Bandbreite im Streaming-Betrieb nach technischem Datenblatt. Allerdings sind wir da halt schon bei 700 Euro. Und das ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Es gibt, also das hier ist jetzt nicht besonders modular. Das ist halt alles fest. Die anderen teuren Geräte der Firma, die sind modular. Das heißt, man kann Zusatzplatinen reinstöpseln, die den AD-Wandler oder DA-Wandler enthalten. Hier dann auch unterschiedlich. Einmal 12-Bit AD und 14-Bit DAC mit einer Dynamikangabe von 83 dB C bis 16 MHz Streaming. Also das ist ein älteres Modell. Und dann gibt es da noch deutlich teurere, die dann über Netzwerk übertragen und Gigabit und 10 Gigabit Ethernet. Also ich habe da mal nur mal so eine Hausnummer rausgeschrieben. Also wer das nötige Kleingeld hat, viel Spaß. Grundsätzlich, also diese hohe Bandbreite und Senderempfänger ist gerade für die Entwicklung von neuen Übertragungsmodi eher im wissenschaftlichen Bereich interessant oder in Firmen, die irgendwas mit den Bandbreiten machen oder GSM oder WLAN aufzeichnen und analysieren wollen, also so in den Bereichen rein. Also ich kenne das primär aus dem universitären Bereich, wo man sich quasi so eine eierlegende Wollmilchsau kauft und dann quasi damit alles im Spektrum abgreifen kann. Eben auch WLAN komplett empfangen, aufzeichnen, analysieren, verfälschen, schauen, wie das auf Fehler reagiert und, und. Noch was, ja genau, also der Red Pitaya ist noch ganz interessant. Dual-Core-ARM-Technologie, Cortex A9 mit FPGA und Gigabit Ethernet für knapp 220 Euro, also gerade für Bastler. Ist auch Barebone ohne Gehäuse, oder glaubt man, kriegt da natürlich auch ein Gehäuse dazu, klar. Mit zwei Sendern, Empfängern, also AD-DA-Wandlern, auch interessant. Aber auch hier keine Analog-Vorselektion, also mehr für Bastler. KiwiSD habe ich nochmal hier rausgenommen. Das ist für in Kombination mit einem GPS-Empfänger und einem BeagleBone Black. Der will die komplette Kurzwelle empfangen, also mit dem AD-Wandler macht er das auch, kann dann davon quasi
einige wenige Schmalbandkanäle, also zum Anhören oder digital weiterverarbeiten, digitale Übertragungsmodi, dann nutzen. Die Rechenleistung vom BeagleBone ist natürlich irgendwo reduziert. Also wie viel man jetzt von diesem kompletten Spektrum effektiv verarbeiten und weitergeben kann, habe ich noch meine Zweifel. Also ich habe da erste Angaben gelesen, so 4 bis 5 Kanäle oder Sprechfunkbandbreiten kann man rausholen. Viel mehr geht dann wohl nicht, oder da müsste mal einer richtig gut optimieren. Und ich denke, da ist nicht wirklich viel rauszuholen. Ist allerdings an der Stelle auch wieder ein reiner Empfänger. Gut, eine Alternative zum günstigen Senden ist für Bastler natürlich recht einfach. Man nimmt sich einen Mikrocontroller, zum Beispiel ein Arduino. Ich habe da eher den Teensy präferiert. Da ist man bei 25 Euro. Dann holt man sich noch ein Funkmodul dazu und so ein Breadboard und so weiter. Ne? Also AU-Crew 433, also im ISM-Band, kriegt man schon ab 5 Euro. Die günstigen, also diese 5-Euro-Dinger, die können halt nur an und aus. Machen die meisten einfachen Geräte auch nur. Wenn man da sich schon mit 5 Euro mehr Ausgaben so ein Texas Instruments CC1101 holt, kann man den programmieren und kann dann eben auf Frequenzmodulation oder Gauss-Pulsgeformte Frequenzmodulation, Minimum-Shift-Keying oder auch OOK, also On-Off-Keying, einfach den Träger an- und ausschalten. Kleines Antennchen dazu, 433 MHz Antenne ist quasi so ein Stummel. Also da würde wahrscheinlich auch genau das hier ohne weiteres reichen. Kriegt man auch auf eBay oder Amazon für 4 bis 10 Euro. Also, und dann ist der Drop schon gelutscht. Also viel mehr muss man da nicht machen. Also es ist jetzt natürlich so ein Kompromiss. Wie viel will ich jetzt wirklich digital senden an Modulationsarten, Wellenformen ausprobieren? Also für ein WLAN reicht das natürlich nicht, ganz klar. Das geht damit einfach nicht. Zum einfachen Testsenderbetrieb ist es schon genügend. Habe ich übrigens auch ganz erfolgreich ausprobiert. Also wir hatten da ein schönes Firmentor und kann man aufnehmen, kann man analysieren das Signal und dann reproduzieren. Kann man auch wunderbar mit Garagen und sonstigen Sachen machen. So, grundsätzlich, was macht man damit? Also Bastler, man macht halt, weil, also auf dem Berg steigt man ja auch, weil er einfach da ist. Also es muss nicht unbedingt einen Grund geben. An freien Gründen fällt mir nur ein, man kann irgendwelche Sachen damit steuern. Eben die einfache Methode wäre für mich mit einem einfachen, günstigen SDR, also hier dieser RTL-Dongle, einfach das Signal aufnehmen, die Aufnahme ein bisschen analysieren, schauen im Spektrum, im Zeitsignal. Dann kann man sich mit dem Audio-Editor das natürlich auch nochmal genauer angucken. Mit der Octave-Software, das ist ein freier MATLAB-Klon, kann man gucken, wie man das Signal analysiert, Amplitude, Abtastzeitpunkte, Schritttakt, ist es Bit 0 oder 1 gerade, und das Ganze dann auf dem Mikrocontroller nachbilden, zum Beispiel. Linux. Linux ist auch immer so ein leidiges Thema an der Stelle. Oder Software generell ist ein leidiges Thema. Es gibt die richtig groß fette Software GNU Radio. Das ist so ein Baukastensystem, wo man sich sozusagen Schaltungen in Software zusammenschalten kann und quasi erstmal sich sein Radio zusammenprogrammieren müsste, wenn es natürlich nicht fertige Module dafür geben würde oder gespeicherte Konfigurationen. Und die GQRX-Software, die basiert ein Stück weit auf dem GNU-Radio oder zumindest mal auf dem Kern des GNU-Radio, bietet aber eine schönere Oberfläche drumherum. Treiberanbindungen für die günstigeren Geräte sind die relativ gut. Also gerade so ein RTL-Dongle, AirSpy, HackRF und USRP sind vollständig Open Source. SDR Play, also das war der vorhin, der auch Kurzwelle direkt mit kann, bis 2 GHz hoch. Da wird ein Treiber angeboten, allerdings nur binär. Bei dem digitalen Urvater Perseus wird nichts angeboten. Beim Cloud IQ wäre es zumindest möglich und es gibt da was, habe ich gelesen. Dadurch, dass der netzwerkbasiert ist, lässt sich auch das Protokoll leichter veröffentlichen und wohl auch implementieren.
Bei USB sieht es da halt leider etwas schwieriger aus. Und der ELAT FDM S2 bietet sogar ein GNU-Radio-Modul als Source-Code an. Soweit ich gesehen habe, sogar komplett Open Source und keine Binärteile versteckelt. Aber ich bin auch nicht ganz so tief reingestiegen, um da zu gucken, ob da noch irgendwas Binäres doch drin steckt. WinRadio war eines der teureren. Das sagt der Name alles. Also der läuft unter Windows und sonst nichts, weil die Firma halt auch nicht mehr wie eine DLL als API bereitstellt und sonst nichts. Die hatten mal vor etlichen Jahren eine Linux-Offensive, aber die ist wohl ziemlich im Sande verlaufen. Sonst andere Software, was recht interessant ist. GNU Radio gibt es auch inklusive GQRX, eben natürlich in der Linux-Distri und inzwischen auch als fertiges Windows-Build, also Binary, mit einem Setup-Installer. Ist allerdings auch mit Vorsicht zu genießen, weil doch einige Module fehlen oder gerade die Treiberanbindungen zu den Geräten. RTL 433 ist eine ganz nette Software. Die gibt's dann primär unter Linux zum selber kompilieren von GitHub. Gibt's aber auch, wenn man sucht, eine Weile für Windows als Binary. RTL 433 tut quasi gerade in diesen ISM-Bändern die ganze Zeit scannen und lauschen. Und sobald es da irgendwas gibt, versucht es zu erkennen, was es ist und sagt dann auch, es hat gerade dieses Typ Gerät gesendet und zwar den und den Code. Oder hat gerade gesagt, mach die Steckdose an oder aus oder sonst irgendwas oder den Temperaturwert sogar runter. Da sind natürlich nicht alle tausende von Geräten eingepflegt, aber doch einige. Und es wird auch gepflegt ab und zu. Direkt unter Windows, also ja, Wine geht teilweise. Also SDR Sharp ist etwas schwieriger, weil es auch .NET verwendet. Und dann müsste man irgendwie mit Mono hin und her. Es gibt da Anleitungen dafür. Und SDR Sharp ist eine relativ gute Oberfläche, die einfach zu bedienen ist und diverse Plugins und Empfängerunterstützung schon mitbringt. HDSDR ist auch primär für Windows, läuft auch grundsätzlich unter Wine. Treiberanbindungen sind halt da natürlich wieder ein Problem, gerade bei den Geräten, die über USB funktionieren. Und Wine tut halt die USB-Schicht nicht unbedingt emulieren. Aber ganz günstig sind natürlich, oder unproblematisch sind natürlich die Normalgeräte, wo man über die Soundkarte dann das Signal empfängt. Als Audioverarbeitung kann Audacity ist natürlich ganz bekannt. Ich präferiere aber in dem Fall die Windows-Freeware WaveSaw. Kann ich nachher gleich zeigen, warum. Weil es bietet einfach eine kleine Kleinigkeit an Tastaturkommando zum Zoomen des Signals oder Signalpegels, wo ich mit Audacity mit der Maus einfach irgendwie, naja, eine Weile brauche. WaveSaw ist auch relativ angenehm, da es recht gut unter Wine funktioniert und viel muss ich ja auch nicht machen. Sobald man dann aufgezeichnete Signale analysieren will, ist dann Octave, also die MATLAB-Emulation sozusagen, sehr gut. Gibt es sowohl für Windows als auch für Linux natürlich, direkt in der Distri. Ist dann eben da die eigene Programmiersprache und läuft eigentlich out of the box auf beiden Plattformen. Zum Thema GNU Radio, also die Jiska macht morgen einen Workshop. Allgemein SDR, aber auch relativ GNU Radio mit ziemlicher Sicherheit. Das gibt's dann morgen ab 16 Uhr. Ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Gut, dann wäre ich mit dem Vortrag an sich schon mal einmal durch. Und dann könnte man noch ein bisschen was demonstrieren. Das tue ich mal. Also ich habe jetzt hier die Freeware HDSDR unter Windows. Das ist jetzt einfach ein Spektrum. Man sieht das, es rauscht. Am Rauschen hört man, also manche Profis hören am Rauschen, ob das Signal richtig oder falsch ist. Spektrum haben wir hier. Das ist dieser RTL-Dongel mit dieser Fritzelantenne. Und ich habe hier ein bisschen, das machen wir kurz mal aus, das Rauschen. Ich habe hier an Testgerätschaften einmal hier so eine Steckdosenleiste mit Funkklingel. Okay, die Klingel geht automatisch an, aber ich habe jetzt hier erstmal einfach nur eine Steckdose, wo die Klingel
Strom kriegt oder nicht kriegt. Also ich kann sie ein- und ausschalten über Funk. Und wenn ihr gerade beobachtet habt beim Einschalten, gibt es dann halt entsprechend direkt ein Signal im Spektrum. Die Funkglocke ist eigentlich auf der Frequenz, wenn man richtig sieht. Achso, Moment, da muss ich natürlich erstmal das Ding wieder einschalten. Ne. Der Ton ist etwas nervig und ja, jetzt mache ich sie wieder schnell aus und ziehe die Funkklingel raus, damit wir die nicht mehr hören. Aber ihr habt gerade gesehen, die Funkklingel ist da in der Frequenz. Also, und hier haben wir den Schalter für die Steckdose. Ne? Also wenn ich jetzt beide gleichzeitig einschalte, kommen wir nochmal zum Mikro. Die weichen doch deutlich voneinander ab in der Frequenz. Wenn man auf der Rückseite nachliest oder im Datenblatt, dann steht bei beiden 433,92 MHz. Das kann wohl nicht so ganz stimmen. Also offensichtlich sind hier die Oszillatoren so billig, dass sie halt doch recht deutlich abweichen. Im letzten Vortrag haben wir gesehen, also wo ich das zuletzt vorgeführt habe, also hier die Funkklinge, wenn ich da schon mit der Hand rangehe, dann verschiebt der so ein bisschen die Frequenz. Das ist noch okay. Verglichen zu dem Stromschalter hier, wenn ich da mit der Hand rangehe, dann haben wir schon etwas größere Unterschiede. Je nachdem, wie man gerade kommt und geht. Ne? Also es ist doch etwas günstig und nicht besonders stabil. Diese Instabilität muss der Empfänger irgendwie ausgleichen. Das heißt eigentlich, er darf nicht richtig filtern. Also wenn er sauber filtern würde, würde er eventuell das Signal nicht mehr mitbekommen. Und da man hier halt schon mit einfachen Bewegungen oder gerade mit der Haut ran so abweicht, ist es natürlich eine halbe Katastrophe. Aber zum Demonstrieren ist es völlig ausreichend. Steckdose an, aus. Kann übrigens bis zu 4 Steckdosen, die dabei sind, oder 3 sind, glaube ich, dabei, aber man kann 4 schalten, keine Ahnung. Egal. Das Signal haben wir gerade gesehen. Ich weiß, dass es ein recht günstiges Signal ist und in der Amplitude moduliert. Ansonsten müsste man es noch ausprobieren. Ich kann hier in der Software, genau, einfach mal sagen, ich will gerne aufnehmen. Ich habe den Pegel schon mal eingestellt. Also jetzt haben wir hier 1,44 Megasample. Ja, minus 40 dB, das heißt, man kann das Signal stärker machen oder leiser. Also hier haben wir ein bisschen Spielraum. Wir wollen natürlich dann, wenn wir das Ding aufnehmen, nicht übersteuern. Ansonsten könnte man das Ding auch automatisch regeln lassen. Oder auch nicht. Gut. Also Ziel der Sache ist jetzt, wir wollen dieses tolle Signal einfach einmal aufzeichnen. Also Recording an, Signal an, aus und Stopp. Das war's schon. Ich habe jetzt hier mit der Software einfach über die Bandbreite. Das heißt, aktuell würde der mit 192 kHz auf die Soundkarte ausgeben. Wir haben das Signal direkt, das, was er quasi ausgeben würde, aufgezeichnet. Und ich habe dabei auch geachtet, dass die AGC-Regelung, also diese Automatic Gain-Regelung, deaktiviert ist, damit die Pegel konstant bleiben und nicht verfälscht werden. Gut, das reicht schon mal. Dann minimieren wir das Ding und schauen mal. Genau. Funksteckdose. In Audio-Editor rein. Die letzte Datei müsste auch die neue Aufzeichnung sein. Das wollen wir in den Audio-Editor Bravosor. Jetzt sehen wir hier einfach die Aufzeichnung. Es ist in der Amplitude moduliert, beziehungsweise von der Software bereits demoduliert worden. Also falls wir nicht drauf geachtet haben. Hier steht er auf AM, also Amplitudenmodulation. Beim Empfang wurde dann entsprechend die Amplitude demoduliert. Alternativ haben wir hier noch Möglichkeiten wie FM oder USB, LSB und so weiter. Und ganz alternativ, wenn man jetzt ganz lustig ist, können wir auch hingehen und sagen, wir wollen jetzt nicht das demodulierte Signal, sondern auch das IQ-Signal,
also vor der Demodulation, dann wird es quasi im Oktav selber rechnen können. Und wenn uns das nicht ausreicht, können wir quasi das komplette Eingangssignal, also das komplette heißt, es ist auch IQ, bei der vollen Samplerate, was das Gerät über USB durchschiebt, oder bei dem mittleren IF haben wir dann quasi die Samplerate, die er zum Demodulieren verwenden würde. Die entspricht dann jetzt aktuell dann der Samplerate, die ich für die Soundkartenausgabe gewählt habe. Das heißt einfach, wir haben jetzt hier eine relativ hohe Samplerate und das Ding sehr fein. Das maximiere ich mal. Ich kann hier jetzt einfach mal irgendwo mit der Maus reinklicken und mit dem Cursor hoch einfach reinzoomen. Was wir jetzt hier schon sehen, ist, da das ein ISM-Gerät ist, wir sehen hier so einzelne Pulse. Das heißt, das Gerät darf auf den ISM-Band nicht durchgehend senden. Das heißt, es tut dann auch in gewissen Abständen einfach abschalten und wiederholt dann quasi den Code nochmal. Wiederholung ist natürlich deswegen wichtig, falls dann der Empfänger das beim ersten Mal nicht richtig erwischt hat, kriegt das vielleicht beim zweiten, dritten oder, naja, ihr seht ja, wie oft hier wiederholt wird. Also sehr oft. Das Lustige, Tolle bei der Software ist, wenn ich jetzt hier einfach nur die Steuerung-Taste noch mitdrücke beim Cursor hoch und runter, kann ich die Amplitude wunderbar zoomen. Das geht leider mit Audacity nicht ganz so einfach. Und jetzt hier nochmal im Zeitbereich genauer reinzoomen. Jetzt haben wir hier einen einzelnen Puls. Der Puls hier, ja, das müssen wir noch ein bisschen größer machen. So. Also hier sind wir jetzt wirklich direkt die einzelnen Bits. Also oben wahrscheinlich für 1, unten für 0. Wir sind ungefähr ein Zeitraster und eine Menge von Bits. Mit Octave kann ich dann diese Audiodatei einfach reinladen. Kann natürlich einfach ein Maximum bilden. Schauen, wo das ungefähr steckt. Kann mir die Hälfte nehmen und sagen, okay, alles, was oberhalb der Hälfte ist, ist quasi die 1 und alles unterhalb ist die 0. Mach vielleicht eine Längenanalyse. Wie lange ist er quasi auf 1? Wie lange ist er auf 0? Kann ich quasi die Dauer eines Bits oder eines Symbols ausmessen und dann auch konkret diese Bitfolge rekonstruieren. Und wenn ich die dann quasi mit einem Mikrocontroller nachspielen will, habe ich alles dafür in der Hand. Das ganget. Diese günstigen OOK-Sender, die ich vorhin erwähnt habe für einen Mikrocontroller, da muss man auch nicht viel mehr tun, wie auf einem Pin einfach Low oder High ausgeben und das war's dann schon. Also einfach Timing speichern mit Octave einmal, kann man sich direkt irgendwo so eine Datatabelle oder C++-Code erzeugen lassen und dann abspielen. Gut, also so kann man sich die Bitfolgen auseinandernehmen. Wie gesagt, es gibt einen Haufen ISM-Geräte und man kann sich da gucken, was dann welcher Bitfolge sendet und was eventuell nachbaubar ist und wie vielleicht solche Geräte auf andere Sachen reagieren. Vielleicht besonders interessant, gerade bei diesen Alarmanlagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die besonders sicher und ausgeklügelt abgeschottet sind. Gut, dann bin ich eigentlich soweit durch. Und wenn ihr Fragen habt, immer raus mit. Keine Fragen. Achso, ah, da läuft jemand mit Mikro. Wunderbar. Der das Mikro nur noch einschalten muss. Ja, ist an. Meine Frage jetzt, Sie haben gemeint, die 34 MHz könnte man rumprobieren, aber wenn ich kein Amateurfunker bin, darf ich das eigentlich nicht machen, oder? Ich darf nicht senden, ich darf nur empfangen. Du darfst auf den ISM-Bändern, denke ich, gerade für Scientific-Zwecke, denke ich, senden. Und das ist ja auch grundsätzlich von der Sendeleistung her limitiert und auch von der Dauer und so weiter und so fort. Aber ich könnte trotzdem was falsch machen. Das heißt, es gibt viele Module in 433, 800 irgendwas und 2,4. Genau. Das heißt, wenn die Module fertig da sind, dürfte ich sie verwenden, weil ich ja vermutlich mich dann an die Regeln halte und es ISM ist. Ich denke ja. Also wäre meine Interpretation von dem Ganzen.
Und die ISM-Senderchen, also diese Sendemodule, sind ja dann quasi explizit nur für diese Frequenz eingestellt und erlauben ja quasi gar keine Konfiguration auf eine andere Frequenz. Und damit müsste es, denke ich, gehen. Ja? Hier in der Mitte haben wir noch eine Meldung. Beim Thema Antennen ist mir vorhin eine Frage in den Kopf gekommen. Ich habe keine wirklich gute Antenne. Deshalb, wie gut würde es sich denn eignen, wenn ich mein Radio einfach mal an meine ungeerdete Regenrinne hänge? Also als Impro-Lösung. Man kann es auf jeden Fall versuchen. Also Antennen, muss ich zugeben, ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Und es gibt so viele Formen und dicke, fette Bücher dazu. Also da traue ich mir auch gar keine echte Aussage dazu. Also Antennen ist so ein bisschen Magie, Voodoo. Ja, einfach ausprobieren, weil viel kaputt machen kann man nicht. Also wenn auf der Antennenregenrinne jetzt nicht gerade Strom anliegt, wo dann quasi den Empfänger kaputt macht, just try. Frage wegen den Rechtlichkeiten nochmal. Also man kann zum einen anderen Planeten geben oder noch einfacher mitten ins Pazifik vielleicht und da überall senden von jeder Frequenz natürlich. Es gibt keine Regel dafür. Aber wie weit ist den Hackerwissenschaft bei Sachen wie Faraday-Käfige zu bauen, damit man das Ganze zu Hause alles machen kann, ohne den Angst von rechtlichen Konsequenzen? Gibt es sowas? Das weiß ich jetzt nicht, aber in der Regel kann man ja auch über die Sendeleistung relativ klar dafür sorgen, dass da nichts weiter empfangen wird von Entfernung her. Oder man geht eben nicht über die Luft, sondern tut eben nur vom Sendegerät direkt über Kabel in ein Antennengerät oder Empfänger reingehen und dann hat man ja auch keine Antenne dazwischen. Also das ist so das, was ich kenne. Also Laborgerät, was quasi ein Messsender ist oder gerade mit dem ETHOS USRP erzeuge ich das Sendesignal, kann es eventuell noch ein bisschen dämpfen für den Empfänger. Da gibt es entsprechende Dämpfungsglieder oder Module, die man einfach ins Koax-Kabel mit reinklemmen kann, also über eine Verbindung halt entsprechend. Und kann man damit direkt in den Empfänger reingehen, hat keine Antenne dazwischen und damit sendet man effektiv nicht. Gut, noch Fragen? Nö, alles klar. Merci.